Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit so einer Strickliese umgehen könnt, was ihr mit den Kordeln machen könnt, wie man solche Kordeln rausbekommt. Die Kordeln sehen dann meistens so aus, kommt drauf an, mit welcher farbiger Wolle ihr das macht. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Ihr braucht dafür eine Strickliese. Dann braucht ihr eine Schere. Dann braucht ihr Wolle. Und einen Moment. Und dann noch eine Häkelnadel. Am besten eine dünne. Und ich sage euch auch gleich wofür. Das sind die Sachen, die ihr benötigt. Ich gebe euch einen Moment Zeit, um die zu holen. Okay, wir starten. Und zwar nehmen wir uns hier die Strickliese und die Wolle und die Häkelnadel. Gut. Dann muss ich erstmal den Anfang von der Wolle finden. Einen Moment. Okay, habt ihn gefunden. Und dann legt ihr diesen Faden so über dieses Loch hier oben. So. Gut, dann nehmt ihr eure dünne Häkelnadel. Deswegen muss die dünn sein, weil ihr geht jetzt nämlich mit der Häkelnadel von unten in das Loch rein. Und zieht den Faden durch. So, der ist bei mir gerade ein bisschen hängen geblieben. Also so zieht ihr den dann hier durch. So. Genau, zieht ein bisschen. Ja, gut. Jetzt haben wir den ersten Schritt schon mal geschafft. So, jetzt wickelt ihr diesen Faden um die eine Schlaufe. Dafür braucht ihr keine Häkelnadel. Um die eine Schlaufe wickeln. So, dann führt ihr die zum nächsten. Nee, das war falsch. So drum. Dann wieder zum nächsten. Wieder so drum. Dann wieder zum nächsten und wieder so drum. Dass es bei euch so aussieht. Gut, und jetzt beginnt auch gleich schon der Spaß. Oh. Ich mach's nochmal neu. So, das habe ich gemacht. Und jetzt habt ihr hier diese Schlaufe, ne? Und diesen Faden, den zieht ihr. Och Mann. Es geht ständig bei mir hier so auseinander. Ich muss es nochmal machen. Tut mir leid. Okay, jetzt. Also diesen Faden zieht ihr, der hier ist. Zieht ihr hier lang. Und dann geht ihr dort mit der Häkelnadel in die untere Schlaufe. Die ersten paar sind immer ein bisschen locker und dann zieht ihr den ganz vorsichtig. Ich mach das kurz mit den Fingern hier rüber. So. Und zieht unten an eurem Faden. So. Das erste hätten wir geschafft. So, das machen wir jetzt. Immer weiter. Also drum wickeln. Faden, der unten ist, nehmen. Drüber ziehen. Und ein bisschen ziehen. Und fertig, oder? Ja, das sieht am Anfang relativ komisch aus. Aber das wird dann so. Jetzt wieder drum wickeln. Und wieder drüber ziehen. Und wieder unten ein bisschen ziehen. Gut, und das macht ihr jetzt so lang, bis ihr dann so eine Kordel hier raus habt. Weil dann kommt hier irgendwann, hier unten kommt dann diese Kordel raus. Und dann, ja, mit der Kordel, jetzt zeige ich euch noch, was ihr mit der Kordel machen könnt, zum Beispiel.
Also man könnte aus dieser Kordel einen Teppich machen, aber die ist jetzt hier nicht lang genug. Also du nimmst das so und rollst das quasi nur so ein. Und dann hast du quasi einen Teppich. Kannst du das zusammenkleben, dann hast du einen Teppich. Ich mach das mal kurz. Zum Beispiel so. Ich habe es jetzt nicht zusammengeklebt. Dann kann man es auch wieder aufmachen. So. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Müsst ihr aber nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.